Ha! So, diesmal habe ich nicht so gesagt. Okay, so habe ich doch gesagt. Egal, Freunde, willkommen zurück zu Fire Emblem, der Sacred Stones. Eine der letzteren in Parts, wo wir uns mit der regulären Story aufhalten. Aber ja, danach wird ein bisschen gespielt, würde ich sagen. Da mache ich auch wahrscheinlich die Animation aus, ganz ehrlich, sich 10-mal dasselbe angucken. Ist jetzt nicht, sagt Yellow from Zack, wie jetzt einer unserer Politiker sagen würde. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es war tatsächlich mal irgendein Außenminister. Oh, fragt mich nicht welcher. Aber hochnotpeinlich bei Außenminister und dann nicht so Yellow from Zack. Ich glaube nicht, dass man das so wörtlich übersetzen kann. Aber gut, egal. Komm, wir diskutieren jetzt nicht über so einen Scheiß. Ich würde sagen, es geht weiter. Wir wollen Lyon schlitzen hier. Und ich will nochmal möglichst vorher alle möglichen Leute mit ihm quatschen lassen. Ich glaube, ich hatte vor, wenn ich mich richtig erinnere, einmal Even gegen ihn antreten zu lassen. Hier am besten natürlich mit Glanz wegen Lichtboni-Vorteil. Und dann, ja, Kumpel, würde ich sagen, do as you wish. Zeigen wir mal, was Typi drauf hat. Ich bin der Dämonenkönig. Ich weiß nichts von der Zerbrechlichkeit der Menschen. Ich bin überlegen. Ey, was bist du für ein arroganter Narzisst geworden? Oh, Swoot! Oh, Hilfe! Swoon! Alter, was hat denn? Verwöhnt, alt! Oh, daneben, haha, fail! Und gumm! Swing! Voll aufs Maul, Kumpel! Und nochmal! Oh, ching, ching, ching! Booms! Schön, 21 Damage erstmal reingeknüppelt. Allerdings, Even, ich würde dich bitten, mit sowas aufzupassen. Ganz ehrlich, ich möchte noch mit Knöllchen an. Oh Gott! Much more Reinforcements! So, Natascha, erstmal bitte heilen, oder? Hier hat noch einer irgendeinen Heilungsstab hier. Ich glaube. Möchte aber, bevor ich ihn töte, mich jetzt auch richtig ausrüsten. Weil ganz ehrlich, ich möchte einen ganz bestimmten Stab mitnehmen. Dafür muss ich mal zu Ephraim. Der ist am Rad da leider hier irgendwie. A little bit of. Ich bin ganz ehrlich, ich stelle die oben jetzt zu. Ganz ehrlich, die Papille, Mann. Otzis hier, die können mir mal am Arsch. Einmal. Swoon. Quavums. Und. Der wäre down. Schön. Oder stelle ich sie doch noch nicht zu? Runenschwert oder sonst einer. Hier, warte mal, du kannst doch hier Distanzwaffe. Ja, okay, stellen wir sie noch nicht zu. Vielleicht kriegen wir noch schöne Items. Kurz, zap, 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 fumes. Irgendwann habe ich da oben schon mal einen Späck. Ich werde mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, Leute. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber ich möchte meinen, dass mich da sowas erwischt hat. Ja, und du hier. Ja, genau, den Speer hast du dir nicht von irgendeinem so der Bastards hier bekommen? Ich weiß es nicht. Hast du hier irgendwas? Man muss natürlich auch mal wieder gucken. Eigentlich müssen wir jedes Mal gucken, ob die was klauen, ob man was diebstählen kann. Oh, und Hepzer Bams. Alter, voll durchs Gerippe. Da klappert zum Gerippe, Kumpel. Und Bams. Und da ist er down. So, da kriege ich Ephraim vielleicht sogar noch ein Level up, wenn ich es jetzt nicht gleich abbreche. So, the next in our round. Ich würde sagen, Erika, ganz ehrlich, weil, ja, gut, sie steht gerade da. So gut, sie stellt sich mal neben ihren Bruder, um wirklich auch angemessen. Oh Gott, Alter, obwohl sie eigentlich relativ. Was hat sie für eine Resistenz? 20, war 20 Resistenz. Und trotzdem knüppelt der Typi mit 32 Damage rein, Alter. Und selbst die Trefferrate ist hier trotz ihrer Ausweichrate noch. Was ist mit dir hier? Du bist ja der Resistenz-Assi Nummer 1. Boah, 46 und sogar ein Crit ist noch übrig. Okay, that's not good. That's obviously shit. Egal. So, was ist mit dir hier? Kannst du mal reißen? Oh, 0 Damage und 46, Alter. Der Kumpel rastet ja mal richtig. Also resistenzschwache Einheiten sind aber hier irgendwie nicht so willkommen. Alter, auch 46 Schaden, Alter. Wie krank ist das denn? Und das obwohl. Alter, das obwohl Typi noch in deiner Reichweite steht. Alter Schwede, der bombst echt richtig rein mit seinem Nageldingsbums da, mit seinem Nagellack da, mit seiner Maniküre, wie es heißt da, glaube ich. Oh, ich mach mir eine Maniküre. Ja. Passt zu Schönling Prinz, so er macht nicht mal mit dem Stahlschwert Damage. Silberschwert, ne, wenigstens 5, ne? Aber ganz ehrlich, Trefferrate selbst bei Kolm, und der ist ja auch nur relativ ausweichstark, ja, geht eigentlich. Selbst das ist nur extremely hoch, Alter, das ist halt episch. Okay, wenn Nemi da steht, wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber gut. Da klappe ich mir jetzt nicht drum und würde sagen, ja, wir stellen einfach mal wirklich Erika in den Raum, weil sie, ganz ehrlich, sie hält den Treffer aus, ohne Probleme. Vielleicht weicht es auch aus, darum riskiere ich es einfach mal. Weil wir wollen ja mal Gespräche sehen, ne? Jetzt hier, zeig mal, was kommt jetzt? Show it to me. Bro. Nicht. Einfach nur. Swoon! Krabams! Oh, Alter, trifft. Oh, alter Schwede. Hat's der Bams! Voll in den Korb reingespießt. La, la. Oh, ein Level-Up für Erika. Oh yeah. Getwing. Oh, much more speed. Oh, Defense. Schön. Schön, 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 schön. So.
Och Mann, ey. Boah, das ist ja unersättlich hier oben. Items! Items! No. Don't have any items. That's pretty wrong und so. That's voll very bad und so. Och Gott. My English boost very well und so. Nein, Spaß beiseite. Es geht eigentlich. Ich bin bloß einfach nur beim Quatschen im Let's Play jetzt nicht so konzentriert drauf. Oh, und hab Schwarzan. Booms down. Ach, jetzt hat wieder den Fehler gemacht. Oh Gott. Aber hey, hey, Freund, hat bald ein Level ab. Also ich. Beschwer ist mit nett. Wir könnten es ja eigentlich auch so machen. Fällt mir mal so ganz charmant auf hier. Oder braucht nur irgendeiner der Distanz hier Dingsen hier? Nee, nicht wirklich. Hier, Knöllchen, die Sumo-Puppe, die kann's gebrauchen. Darum, Flux. Flux ihn mal Fluxy down hier. Bums. Und, one more time. One more time. Oh mein Gott, ich muss aufhören. Der Typi ist down. Und der Level up. Didididi und twing. Boah, naja. Boah, vier Werte. Beschwer ich mich nicht. Die wichtigsten natürlich hier Glück und Defense fehlen wie immer. Aber gut, ich klopp ihn deswegen jetzt nicht in Grund und Boden hier, ist mir zu blöd. So, Joshua, du wirst kein Level-Up mehr kassieren wahrscheinlich hier. Ey, hätte da noch die Chance auf ein Level-Up hier? Der Rossi? Nee, nee, auch nicht. Oh, Natascha. Würde sich vielleicht aber mehr lohnen, wenn sie Erika einfach mal. Ah, genau, das ist eine gute Idee hier. Hey, mal Erika, kriegst du auch ein Level-Up? Hier mit, ja. Noch habe ich Pflege. Allerdings zum Ende des Kampfes hin möchte ich ihr einen neuen Stab geben, habe ich erzählt. Swoot. Gehealt. Und ein Level Up für Natascha. So, wow, Speed, ja, nicht schlecht und so. Ihr Glück, Alter. 29. Schön. Schön, schön. So, wer hat denn jetzt noch wirklich Realisten? Du nicht mehr. Du eher auch nicht, obwohl, der kriegt ja gute Erfahrungspunkte. Vielleicht sollte ich ihn nochmal ein bisschen hochziehen, damit er mal vielleicht hier so einen Zombie umschlitzen kann. Und bis dahin kann sie Nemi so ein bisschen an den hier vergnügen. Bums. Oh, schade, kein Crit. Mann, wie langweilig. Das Spiel, das trollt mich so gern. Voll fies. So. Ja, okay, nächster auf der Liste wäre eigentlich Ephraim, aber der ist gerade bestellt, sehe ich gerade. Ja gut, dann nächste Runde. Oh Gott, noch mehr. Hören die denn nie auf? Oh, ein Runenschwert. Gibst du mir das? Das fände ich echt nice. Ein Runenschwert, das sind schön. Aber gut, offensichtlich gibt das mir nicht. Ja, schon, hat auch nicht mehr wirklich eine Chance, hier noch was abzukriegen hier. Knöllchen hat sein Level up. Ja, hier, Kolm, du schlitzt den down. Nehme ich, steht direkt daneben. Komm schon, du schaffst es, Mann. Fauens, Mann. Und Headset Schlitz! Schön. Schöne Ding, Bro. Oh, oh, 23 Points. Mal, das werde ich mal zahlen. So, du kannst ja aus der Distanz hier mit einem Longshot, Longbowshot. Oh, und Headset Fulm. So, da war wieder mal ein Snapshot. Snapshot, da nehme ich irgendwie einen Schnappschuss beim Foto. Oder ein Pokémon Snap indirekt. Egal. So, Ephraim, ist es Zeit für dein Level Up, würde ich sagen, oder? Hier, kriegst du ihn irgendwie down. Ja, nur wieder mit einem. Mit der Silver Lance. Und du willst doch eigentlich gerade mal ihn hier kämpfen. Und da kriegst du bestimmt auch dein Level ab. Hier, nimm mal seine Eisenlanze. Was machen die an Damage? Ach du Scheiße. Selbst er hat 70% und wow, holy Bullshit. Ganz ehrlich, da stelle ich Erika auf jeden Fall in die Unterstützungsreichweite, damit er jetzt nicht irgendwas... Okay. Ja, der Crit ist ganz schön böse, ne? Aber... Ja, komm. Er überlebt einen Treffer. Dann stell dich... Hier, da kriegst du keinen Support-Boni. Ja. So. So bleibst du jetzt hier stehen. Kämpfst gegen deinen ehemals besten Freund. Neben deiner egal. So, wer hat denn jetzt hier echt neue realistische Chancen? Even, nö. Eigentlich niemand so wirklich. Also, dann ist es mir auch egal. Dann können wir mit Joshua nochmal Spaß haben. Spaß mit Crits. Bams. Swoot. Daneben, Kumpel. Und da kam der Uppercut von unten nach oben durchgesäbelt. Ach, wie schön die Stimme wieder versagt durch das Scheiß. Es ist so schwül immer noch. Die ist jetzt kühler, aber... Oh, jetzt geht's los. Sag mir, Ephraim. Sehe ich aus, als wäre ich stärker geworden? Als wir zuletzt uns zuletzt duellierten, war ich viel zu schwach für dich. Ich war so schwach, dass ich selbst gegen Erika verlor. Oh, ist ja lame. Ich habe die Leben vieler guter Menschen geopfert. Ich habe viele unverzeihliche Sünden begangen.
Das besorgte Herz, das einst in mir schlug, starb bereits vor langer Zeit. Und daher bin ich stärker geworden. Ich bin nun stark genug, selbst dich zu besiegen, Ephraim. Nein, das bist du nicht. Du hast noch immer keine Chance gegen mich. Du warst niemals für den Kampf geschaffen. Es würde dir nicht in die Wiege gelegt. Du hättest diesen Weg niemals einschlagen dürfen. Sei bereit, Leon. Oh mein Gott, now it starts. Swoon. Swoon. Alter Schwede, wie er ein Damage rausknüppelt. Und Hepzabams. Das war der erste Streich und der zweite Hepzab und Booms folgt zugleich. So, ein Level Up für Ephraim. Und ich denke schon, dass er auf jeden Fall mit voller Ausrüstung und Support-Boni und wirklich allem nebeneinander gestellt noch einen Resistenz-Boost auf jeden Fall ihn auch schon downschlitzen könnte. Also da hätte Ephraim gute Quoten, weil ganz ehrlich, mit Siegmund, wie viel Schaden macht man da? Boah, 2x20. Das ist mehr als Kollege Leon und ganz ehrlich, da wäre einiges to do. Obwohl mit sämtlichen, mit Erika vielleicht im Support und so. Ist schwer einzuschätzen, ganz ehrlich. Ja, ist wirklich schwer einzuschätzen. Aber er ist auf jeden Fall stärker geworden. Aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Du brauchst einen Heal, Bro. So, hier eine Erholung. Wieder mal einmal den Riesen-Aura. Swoot! Swoot! Voll krank. So. Geheilt. Schön ein paar Points kassiert. So. Und jetzt könnte man eigentlich auch downschlitzen. Eigentlich ganz ehrlich, hier kommt schon wieder ein Haufen zu. Oh, Speer. Gibst du mir den? Bams. Hey, ich bin Dieb. Ich darf ihn dir stehlen. Ich habe die Lizenz zum Klauen. Schwetter, Bams, komm, gib ihn mir, bitte, bitte, bitte. Gib mir bitte deinen Speer. Okay, das klingt ein bisschen versaut, aber nur, ein Kurzspeer. Na, supi. Okay, von mir aus. Oh, Longbow, what's up, what's up, Hounds? Ein One-Hit-KO, wie er im Buche steht. Longbow macht Spaß, von aus irgendwie zu schießen, aber den Heckenschützen zu spielen. So, du bist der Next One hier. Oh yeah, Fun mit Crits wieder. Films. Ne, nicht Spaß mit Flaggen, sondern Spaß mit Crits. Egal. Verstehen eh wieder. Also, wer es versteht, kann es ja mal in die Comments posten. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viele sind. So, hier, was sieht hier aus? Scheiße anscheinend. Warte mal, du hast doch Supports ganz viele hier. Cormac B, Nemi B, Joshua C. Er wäre dazu halt tatsächlich hier, aber Cormac und was war noch? Nemi befinden sich da oben. Dann müsste er von hier aus angreifen. Ja, kann ein Damage machen. Oh, hier, kann er einen Launen machen. Ja, ganz ehrlich, wem will ich jetzt noch ein Level abgeben? Weil, ganz ehrlich, ich möchte natürlich dem das Level abgeben, der es noch braucht. Gucken wir uns mal einen Durchschnitt an. Haben wir noch einen 12er dabei? Nope. Alle Level 13, wen möchte ich am ehesten auf Level 14 sehen? Na, ganz ehrlich, eigentlich wollte Ephraim hier den Schlussstrich ziehen und ihn einfach downschnetzeln. Ich lasse es ihn machen. So ist es in der Story geplant und so soll es geschehen. Habt ihr noch Items? Oh, eine Meisterlanze. Oh, die nehme ich aber. Hier, gib mal her, Kumpel. Hier, bediene mich mal. Schlitz! So. Hat auch auf eine Kitching einfach durchgestochen, hat trotzdem keinen Damage gemacht. So, offenbar hat auch Joshua die Lizenz zum Polacken. Ja, also jetzt hier nicht rassistisch stehen, aber es ist tatsächlich hier bei uns an, so in manchen Slangs tatsächlich ein Ausdruck fürs Stehlen. Ist natürlich extrem rassistisch, aber bei mir, wie gesagt, nie ernst nehmen. Ich bin nicht rassistisch irgendwelchen Menschen gegenüber ausgelegt, von daher alles easy peasy. Im Gegenteil, ich finde es zum Beispiel cool, ich weiß schon, ich habe jetzt mehrmals noch in Erinnerung, wie zum Beispiel Leute, die irgendwie Kenntnisse aus ihren eigenen Religionen, aus ihren eigenen Nationen haben, hier mir schon irgendwelche Insider-Informationen haben, hat mir jemand mal erklärt, was dieses Schwert hier, was Joshua immer hat, wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen, verdammte Scheiße. Ey, warte mal, das ist das Inventar. Achso, apropos Inventar, Natascha hier, du wolltest doch mal einen Stab haben, deswegen mal versorgen wirst du dir mal. So, ich nehme die Stärkung noch mit, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mich da hinten erwartet, aber ich will es mitnehmen. Nein, ach, warten. So, danke. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Vor allem, da kann ich mal gucken ganz kurz hier. Wie heißt denn das Schwert? Da, Shamshir, da hat mir jemand mal erklärt, dass das so, aus welcher Sprache das kommt und so. Und das finde ich einfach nur super. Warum sollte man da wie rassistisch sein? Ist doch cool, wenn dann irgendwie Leute aus anderen Richtungen da Wissen beibringen kann, was man in der eigene Horizont so ein bisschen versperrt bleibt. Finde ich cool. Hep, zap, zap, Founds, Tschüssikowski.
Überhaupt finde ich Leute, die irgendwie rassistisch gegenüber... Egal, das kann irgendwas sein. Das können die Nintendo-Konsolen-Hater sein, die einen begrenzten Horizont gegenüber dem Denken haben, was man von den Nintendo-Konsolen so kennt. Genauso kann das aber auch den manchen Nintendo-Hardcore-Fans gegenüber den PlayStation- und Xbox-Fans sein. Das kann aber genauso rassistisch sein oder homosexueller feindlicher Natur. Das kann doch allem Möglichen entspringen, aber alles ist immer so ein bisschen in Form von Ignoranz. Und ist jetzt, Ignoranz ist nicht so die beste Eigenschaft, wenn ich mal ehrlich sein darf. So, ich glaube, ich warte noch, weil dann kriegt Kolm noch ein Level ab. Entschuldigung, dass ich jetzt hier den Part aushöre. Du bist geldgeil, jetzt hörst du den Party noch. So. Wenn ich geldgeil wäre, würde ich ein Spendenkonto öffnen und einen riesigen PayPal-Spenden-Button irgendwo hier oben in meinem Kanalbanner einbauen. Oder mir einen Pay-Kanal machen. Da fragt der YouTube in den Einstellungen, wären Sie interessiert in einem Pay-Kanal, wo man bezahlen muss, um einen Kanal zu benutzen? Voll bescheuert irgendwie. Aber habe ich mich schon mal drüber ausgeredet. Schlitz! Und hat der faulen Slender mal mit seinem kleinen Dolchmesser. Wie bisher das Kokiri-Schwert, ne? Da war ja auch so ein Brotmesser. Getwing, schön Level. Okay, sowas kann man kaum Level abschimpfen. So, ganz ehrlich hier, Pillemann Otze. Ganz ehrlich, den ignoriere ich jetzt hier. So, Ephraim, kannst du ihn down machen? Ja, schon. Prinzipiell ja, aber. Prinzipiell auch nicht. So, Regenlife, irgendwas. Wenn du dich hier hinstellst mit dem Silberlanze, ja, das haut hin. Sigmund. Ja, würde auch gehen, aber obwohl es so einen fetten Boni kriegt, ist es trotzdem nicht dauernd. Nehmen wir die Silberlanze, Leute. Und dann gucke ich nochmal, ob noch irgendjemand irgendwie... Ich weiß, ich bin echt panisch, was das angeht, aber... Ja gut, keiner kann Level Up kassieren, ganz ehrlich. Scheiß drauf jetzt hier. Mach ihn down. Und... Hepzer bei uns. Jetzt kommt er nochmal mit seinem Dark Finster Move hier. Quabums. Ouch. Nicht so cool, Bro. Und? Hab's Bams. Wo habe ich versagt? Einfach despawned. Oh, kein Level Up. Wie scheiße ist das denn? Wir haben es gepackt, Leute. Er ist da. Na, das ist wohl der Beweis. Du bist zu stark, Ephraim. Ich habe dich immer bewundert. Leon, du weißt, Ephraim, ich wollte immer wie du sein. Ich wollte stark und gut aussehen sein. Naja, gut, gut aussehend. Jetzt die lila Haare sind zwar jetzt nicht so optional und der Kranz da um seinen Kopf hier, sein Emblem ist bestimmt was König. Ansonsten würde ich sagen, er ist ein bisschen, naja, egal. Mit Ayaka immer an meiner Seite. Oh, jetzt gesteht er ihr noch seine Liebe. Zum Schluss. So wollte ich sein. Ich hatte nichts. Sei nicht lächerlich, Leon. Wer war es, der mich in Geschichte unterstützt hat? Wer hat mir geholfen, wenn ich gestolpert bin? Hast du nicht erkannt, wie sehr ich zu dir aufschaute? Ich bewunderte dein Mitgefühl, deine Weisheit, deine Bedachtsamkeit. Oh ja, das scheint alles so lange her zu sein. Ich habe dich wirklich ständig von Ärger befreit, nicht wahr? Danke, dass du mich daran erinnert hast. Siehst du, du bist bedachtsam. Leon, warte, verschließ nicht deine Augen. Ich werde dich retten, ich finde eine Möglichkeit, ich... Nein, tu das nicht. Trotzdem... Vielen Dank. Es war alles meine Schuld. Sei nicht traurig. Komm schon, Ephraim, lächle. So wie du es früher immer getan hast. Er ist krepiert. Swoot weggeportet. Was? Das? Bruder Leons Kopf, er... Die Zeit ist gekommen. Meine Auferstehung steht bevor. Evil Knievel. Grinst sie so scheiße. Gut gemacht, Leon. Das Opfer deines Fleisches und die Summe deiner Bemühungen. Dies alles war umsonst. Gerade das Desaster kann nicht abgewandelt werden. Meine Auferstehung steht bevor. All die Zeit über hast du dir vorgestellt, du würdest über deinen eigenen freien Willen verfügen. Doch ich war es, der den Samen pflanzte, aus dem deine Ambitionen gediehen. Wie drückt er sich denn aus? Ist der auch so ein bisschen egal? Meine List machte dich zu meiner Mariette und oh, wie schön du doch an den Fäden getanzt hast. Niemals hättest du gerettet werden können. Es ist meine Schande, nicht wahr, Leon? Und jetzt bin ich wiedergeboren. Holy Bullshit. Twing! Oh mein Gott. Fucking Bullshit. Dämonenkönig, du bist für all das Elend verantwortlich, das wir erdulden mussten. Leon, mein Freund, du bist der eine... Bruder, diese Macht, sie ist anders. Ich weiß, die Macht ist größer als alles, dem wir uns bisher stellen mussten. Doch das zählt nun nicht mehr. Ich habe so viel gelernt, meine Lanze stärker denn nie zuvor. Dieses Ding hat meinen Freund getäuscht und ermordet.
Egal was geschieht, ich werde es vernichten. Oh, Alter, so viele Leute. La Rochelle, dies ist der richtige Zeitpunkt. Bereite den letzten Heil der heiligen Steine vor. Wir müssen seine Macht gegen diese Bestie einsetzen, genau wie in den Legenden. Ihr müsst mir zuhören, Ephraim. Die Geschichten sind wahr. Der Stein enthält die Macht, den Dämonenkönig aufzuhalten. Doch die Quelle dieser Macht ist der menschliche Wille. Der Wunsch nach Frieden, der in unseren Herzen wohnt. In unseren Herzen. Wiederholt er nicht alles wie so ein Papagei? Ja, so ist es. Wir müssen nicht darum beten, dass uns der heilige Stein zur Seite stehen. Nein, wir müssen uns nur konzentrieren und uns eine bessere Zukunft wünschen. Ich verstehe. Hört mir alle zu. Dies ist die letzte Schlacht. Besiegen wir dieses Ding. Dieses Ding? Ist alles vorüber. Wir stellen uns dem König der Dämonen, dem Ungeheuer, das eines ganzen Mark will, beherrschte. Er ist viel mächtiger als jeder einzelne von uns hier. Ich muss mal ein Stück trinken. So. Entschuldigung. Doch wir haben etwas, das diese Bestie niemals haben wird. Wir haben Gemeinschaft, Freundschaft, Liebe. Wir haben alle Tugenden der Menschheit. Okay, ich drifte jetzt nicht in sozialkritische Themen ab. Das ist unsere Waffe, das ist unsere Stärke. Boah, Mucke ändert sich. Lass uns dies zu Ende bringen. Ja, es gibt nichts zu befürchten, ich beschütze euch alle. Ist dies das Herz der Dunkelheit, das ich studiert habe? Das kann nicht sein. Ja, Prinz Leon. Jetzt hat jeder nochmal seinen Auftritt. Fand ich den Feind. Nichts anderes zählt. Nun, was hält das holde Glück wohl heute für mich bereit? Ja, ich werde euch allen zeigen, wie was meine Magie bewirken kann. Sieh mich voller Stolz, Vater. Ich zeige dir, wer der Stärkere ist. Kämpfen ist ja schön und gut, aber wo sind all die Schätze? Echt jetzt? War das deine einzige Sorge? Langsam frage ich mich, ob ich wirklich hier sein sollte. Das ist eine gute Frage übrigens. Das ist der König aller Dämonen. Welch wilden Anblick er doch bietet. Da hast du denn für Sorgen, Kumpel? Willst du ihn besteigen oder was ist los? Was ist hier denn los, Alter? Seid alle bereit, wir werden gewinnen. Widerwärtiger heiliger Stein, ich werde kein zweites Mal die Gefangenschaft erleiden. Wie? Ihr besitzt nur einen? Täuscht euch nicht selbst, ihr könnt mich nicht gänzlich einkerkern. Ich werde diesen verwünschten Fels und eure verfluchten Knochen zu Staub zermalmen. Schwaun! Und jetzt so? Haben wir es geschafft? Ja, das haben wir. Die Seele des Dämonenkönigs wurde wieder gebunden. Aber Ephraim ist es noch nicht vorüber. Die Seele des Dämonenkönigs stürmt gegen ihr Gefängnis an. Wir müssen es an seinen alten Platz bringen. Und zwar schnell. Aber zuvor müssen wir den seelenlosen Körper des Dämonenkönigs besiegen. Dieses Ding? Ja, der wahre Kampf beginnt erst. Unsere Vorfahren haben teuer für ihren Sieg bezahlt. Mit einem Berg von Leichen. Es steht geschrieben, dass der Dämonenkönig von Toten umgeben war, bevor er endlich fiel. Wir alle sind bereit zu tun, was getan werden muss. Nein, ich werde es tun. Ich habe nicht die Absicht, noch jemanden sterben zu lassen. Das ist der Dämonenkönig, Leute. Und guckt euch an! KP unbekannt! Holy Bullshit, Leute! Das Vieh ist total quank irgendwie. Und guckt euch die Werte an. Erinnert so ein bisschen an Myrrh. Und die Caps dahinter sind auch ziemlich evil, knievel, ganz ehrlich gesagt. Und übrigens, mal als kleine Trivia-Information, die HP, die man nicht sieht, liegen darin, dass er einfach über die üblichen KP hinausgeht. Ihr kennt ja vielleicht die übliche HP-Leiste. Die zeigt ja immer an, von wegen hier, 80 KP maximal und so, wie bei Leon fast voll, zwei Listen. Aber die hier geht über die normale Leiste, das ist das Problem. So, Werte, Alter, übelst evil, Kniebel. Ich habe übrigens mich mal informiert. Der hier hat einen 1-3er Reichweite, also selbst ein langen Bogen hilft uns nix. Der Verwüster ist ein Nahkampfschlag. Der gibt aber noch mehr physische Verteidigung, noch mehr Fähigkeiten und noch mehr Stärke. Ein bisschen weniger Resistenz und kein Glück allerdings. Nur mal so als kleine Nebenbei-Information. Also die Bonis kommen auch hier von seiner Waffe. Und den Albtraum, den er hat, den kann er nur einmal einsetzen, aber versetzt alle Gegner in Reichweite in tiefen Schlummer. Fail! Und ich glaube, der bewegt sich sogar. Hat nämlich eine Bewegungsreichweite von 2. Super, ne? So, die Frage ist, wie gesagt, ich möchte gern eigentlich... Könnte man natürlich jetzt sagen, ich will mich erstmal in seine Reichweite stellen. Oder mit einem anlocken? Bewegt er sich? Ich mache mal erstmal einen Safe-State, Leute. Ich weiß nicht, ob er wirklich hier jetzt irgendwie sich bewegt, aber ich denke mal, wir kriegen den hin, weil, ganz ehrlich, nichts kann uns packen. So, ich glaube, ich stelle mich erstmal... Er kann eigentlich nur einen angreifen, ganz ehrlich. Kann er irgendjemanden one-hitten? Das ist 48 Damage. Ja, jeder von uns hat mehr KP und in der Regel auch genug Resistenz, um so einen Angriff auszuweichen. Also ganz ehrlich, wir können eigentlich auf ihn zustürmen und mal gucken. Oh Gott, 43 Damage, 32 Damage.
Aber mit Sieglinde, boah, sieht schon geiler aus.